Hey Leute, hier ist Aldemar zurück mit, nein, nicht Mountain Penalord, meine Güte, ich wollte sagen, mit Hydronir. Wir kaufen jetzt ein Schleifrad, habe ich überlegt, ich bin ein bisschen hier rumgelaufen und willkommen, du bist jetzt meins, auf zu meinem ordentlichen Baustellenhain. Oder auch nicht. So, komm, dann stellen wir das mal auf und zwar, ja, schön, dass das hier nicht geht, bauen wir das mal dahin. Sehr schön. Ich gehe mal gerade schlafen. Und, da haben wir ja auch noch Geld. Aufs Kopfkissen damit. Da oben ist auch noch ein bisschen Geld. Wir machen jetzt noch mal ein bisschen was. Ich muss auch ein bisschen sortieren. Ich habe auch noch... Ich habe hier unten einen super großen Kristall gesehen. Ich habe hier nämlich den Schacht ein bisschen angepasst. Und ihr habt doch noch mal geschrieben, desto tiefer, desto mehr Nuggets. Und die sind wichtig. Das weiß ich auch. Ja, aber... Ich muss halt von oben schippen. Ich will nicht nach unten laufen, sondern oben das Zeug reinzuschippen. Komm, tun wir alles hier rein, ja? Ich weiß ja nicht, ob das was bringt. Desto mehr, desto besser. Aber es sieht nicht so aus. Ich wollte erstmal aufräumen. Ja? Auch wenn es sinnlos ist. Will ich denn überhaupt aufräumen? Will ich das überhaupt? Ist das in meinem Sinne? Kann ich mich nochmal ducken? C. Okay, da ist einer. Ich habe ja noch ein paar größere gefunden gehabt. Da. Ist das hier? Ne. Da. Es liegt sogar alles ineinander. Ich frage mich, ob ich diese Shards auch schleifen muss. Das ist Dreck. Der kommt mal mit hoch. Dreck. Dreckeli, 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 Dreckeli. Ich will Geld machen, damit wir uns diesen Magneten holen können. 900 irgendwas, ne? Aha. So. Gehen wir schon mal nach oben. So, okay. Zack. Ist die Musik ausgegangen? Lol, okay. So, guck mal, hier, der ist schön groß. Ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert. Ich weiß ja nicht mal, ob ich das jetzt hier richtig mache. Ich sehe die selber gar nicht. Falls ihr die nicht erkennt, ich erkenne die auch selber kaum. Komm, wir nehmen mal so ein Leuchten mit. So, gehen wir zum Schleifdingens. Oh, guck mal. Geil. Oh, Mann, ey. Wenn ich die nicht verkaufen müsste, ne? Okay, das geht nicht. Das hat mich schon gedacht, aber versucht. Ist besser, es nicht zu tun. Du bleibst hier. Und wir gehen dich mal verkaufen hier. Also wenn das jetzt kein Reichtum bringt, dann weiß ich auch nicht. Geil. Boah, ich brauch so eine Riesentonne. Ich hab den mal bei Elder Scrolls immer gerne gesammelt. Rubine und so. So. Okay. Wo verkaufen wir den? Da oben? Können wir mal gucken. Das wird verkauft. Ich brauch so einen Magneten und... alles. Alles. Was? Das ist alles? Das ist ein Witz. Mann, ey. Wie erbärmlich. Hätte mir jetzt zum Schmieden aufbewahren sollen oder so. So, das kommt aufs Bett. So. Haben wir noch Metall? Da war ein Leck. Komm, dann machen wir nochmal ein bisschen Dreck schippen. Hm? Ich versuche mal jetzt mal das Ding da drunter zu stellen. Ich habe ja hier extra Platz gemacht. Die dann so rausgeschossen kommen. Weil die liegen ja alle da hinten. Komm, wir probieren es mal. Ich mach mal an. Wassermarsch! Mann, das muss Spaß machen, hier zu arbeiten. Meine Güte. Nein! Wie habe ich das nochmal gemacht? Jetzt bin ich verwirrt. Habe ich das in die Eimer und dann die Eimer ausgekippt? Oder wie haben wir das nochmal gemacht? Scheiße, lol. Ich hab die Eimer ausgekippt, ne?
Ich wollte hier tiefer buddeln, genau. So. Okay. Nice, daneben gefallen, das gibt's doch nicht. Ich glaube, das hört sich nicht an, als wenn es richtig landen würde. Ich mache gerade die Schaufel mit. Ich musste mich da mal ein bisschen anpassen. Hat es funktioniert? Hm? Nein, hat es nicht. Tun wir die mal dahin. Vielleicht geht das ja. Ich brauche den scheiß Magneten. Ein Eimer ist so runtergefallen. Ach toll. Wird direkt voll gemacht. So. Ist mir egal, ob das daneben fällt. Ich gucke halt nach jedem Mal machen. Toll, jetzt sind noch mehr einmal darunter gefallen. Ich glaube, das funktioniert gar nicht, oder? Springen die denn so da raus, oder? Tu's mal so. Vielleicht fliegen die gegen die Wand. Scheiß Eimer jetzt mal aus dem Loch holen. Wir sind alle drin. Toll. Das hat nicht funktioniert. Jetzt egal, ob wir tiefe Nuggets nehmen oder nicht. Ich meine, wer wird denn so gierig sein und nun nach den tiefen Nuggets buddeln? Ich meine, das ist alles Geld wert. Nein! Nicht nochmal! Nein, nicht der Eimer! Ich glaube, das funktioniert gar nicht, oder? Da habt ihr es gesehen? Ich versuch's nochmal mit einem Eimer und dann renne ich schnell runter. Irgendwie. Hm? Nein! Hör auf, Höhe zu sagen! Meine Güte. Wir machen noch ein bisschen. Weil da müssen wir ziemlich viel nervige Arbeit verrichten. Und dann holen wir alles hoch, was da unten ist. Oh Mann, ey. Aber es funktioniert einfach nicht. Oh, doch, guck. Was ist das denn? Das ist Gold. Das geht so ein bisschen. Ist das hier immer noch Gold?
Ist doch irgendwas anderes. Was ist das hier? Clotiumerz. Ein Clotium kann in Tegel zu einem Barren geschmolzen werden. Oder direkt. Aha. Beim Teutates. Wir machen nochmal ein bisschen. Jetzt steht der Topf ja so ein bisschen. Okay. Weißt du, ich könnte das auch ein bisschen höher stellen und da so eine Kuhle machen und dann auch die Kuhle als Trichter bauen. Das könnte auch gehen. Oder ich stelle den Topf da drunter. Das könnte auch gehen. Aber den kann man nicht so gut umkippen, ne? Machen wir nochmal ein bisschen. Wir machen jetzt die Folge erstmal noch ein bisschen Dreck schippen. Das ist bestimmt super seltenes Erz, was wir da gefunden haben. Das super seltene Erz ist so selten wie noch nie. Wir buddeln nach Dreck und Gold und wunderschön. Ich habe schon wieder den Eimer in meine Höhle geworfen. Oh ja, schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Da ist er aber nicht zu tief, ist er gefallen. Muss man das Loch ein bisschen vergrößern. Ist natürlich jetzt kleine Nuggets, aber egal. Wir brauchen doch nur Gold und Geld. Ich brauche den Magnetstab. Wir wissen, wie der so funktioniert. Ob das überhaupt geht. Ich will direkt den großen Stab haben, ja? Oder sollen wir erstmal den kleinen holen? Ich weiß halt nicht, wie viel der kostet. Ich denke aber auch, dass der teuer ist. Gucken gleich. Ich glaube einfach, es geht alles in den Topf rein. Haben wir ein Artefakt ausgegraben? Alter, guck mal! Schwertrelikt, tief unter den gefunden. Platziere es mit den anderen Relikten in ein... In der Höhle! Ach stimmt, das hat auch jemand geschrieben. In der Höhle. Wäre toller, wenn man irgendwie ein Haus sich bauen könnte. Man kann ja so Paletten setzen. Aber das Haus müsste man dann auch umsetzen können. Ach so, das sind die Relikte. Es gibt bestimmt immer nur ein Relikt pro Loch oder so. Und es ist immer genau in der Mitte vom Loch, wetten. Also wenn das mal nicht die Mitte war. Na gut, so halb Mitte. Komm, wir müssen mal gerade schlafen gehen. Schippi? Machst du denn da unten Schippilein? Wir brauchen Gold, 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 Gold. Nein, nicht der Eimer. Nein, nicht noch mehr. Ah. Oh, Mann, ey. Komm, noch eine Fuhre, okay? Dann ist genug. Weil ich kann's nicht mehr hören. Ich kann tatsächlich nicht. Wir haben genug Geld hier. Ich muss das nur verarbeiten. Desto länger ich das mache, desto mehr muss ich es sortieren. Wir gucken einfach mal. Wir machen ein paar Barren und dann verkaufen wir die. Und dann gucken wir mal, wie viel der Stab nochmal kostet. Ist mir egal, wie klein der... Wir nehmen einfach den kleinsten. Nein, Schippi! Ich nach da unten. Ich könnte einfach das Loch voller Dreck schippen. Ich muss ja gar nicht diese Pumpe anlassen. Nein. Oh, shit. So. Oh, sind tatsächlich ein paar leer gegangen? Ne, die leuchten alle immer noch. Ich weiß ja nicht, ob es richtig ist. Wow, hat so gut wie fast gar nicht funktioniert. Toll. Nehme Gold, oder? Wenn wir schon dabei sind. Na toll. Hä? Haben wir noch mehr von diesem Supererz? Super Erz. Aber ich glaube, wir haben mehr gehabt, als wir, ich habe ein bisschen den Wasserdruck erhöhen. Ich weiß aber nicht, ob ich das Wasser noch weiter filtern muss. Ich muss nochmal lesen.
Lese mal. Es kommt natürlich auch auf die Tiefe an, aber wie gesagt, da stand was von Wasserdruck. Genug. Genug! Toll, das ist jetzt nicht selbst rausgefallen. So. Ich meine, ich könnte euch jetzt alles einfach da reinkippen. Können wir machen erstmal dieses Supererz. Das ist immer das Problem bei Physik. Na toll, das war keine gute Idee. Nein! Nochmal alles von vorne. Tollpatsch mal. Jetzt mit viel Tollpatsch. Wow, diese Leucht... Ah, Blödis da. Ah, ihr könnt mich mal am Abend besuchen. Ich weiß ja, wofür die da sind. Die können ja noch draußen warten. So, dann sehen wir es wenigstens. Mehr von dem Zeug haben wir nicht. Ist nicht sehr viel, aber wir können mal gucken, was das wert ist. Ich könnte noch so einen Kessel kaufen, dann haben wir wieder Geld ausgegeben. Ich hole mal gerade das andere Geld. Dann können wir zusammenwerfen. Dann will ich jetzt wenigstens diese Folge noch diesen Stock holen. Den Stock. Guck mal, das sind auch noch 200. Jetzt haben wir 400, 500 vielleicht. Wir gucken mal. 560. Vielleicht können wir das hier auch gar nicht schmelzen. Ist da noch Gold drin oder so? Ups. Nee. Komm, lass uns jetzt mal raus. Okay, vielleicht muss auch heißer werden. Ich weiß ja nicht. Tun jetzt erstmal Gold rein. Da wissen wir wenigstens, wo wir sind. Den blöden kleinen Mistviechern hier. Ich will Gold... Stapeln in meiner Schatzkammer. Mann, ich könnte auch Tiegellöcher bauen, ja? Aber wenn ich da was Falsches reinwerfe, dann habe ich den Salat. Da war ich wieder zu schnell. Das ist sowieso falsch. Was ist denn das? Das ist auch Gold? Golderz. So, du... Ich brauche mal für euch ein Speziallager. Da braucht das einfach ewig, bis es heiß wird. Das war wahrscheinlich eher das Problem. Okay. Guck doch, ist erhöht. Mehr Kristalle, mehr Power. I got the power. Komm, da tut man noch mehr Shards da rein. Ah, jetzt fängt er an. Sehr schön. So, dann lassen wir mal hier stehen. Nein, bitte! Bitte! Nein, nein, nein. Sehr schön. Hä? Hä? So, jetzt lassen wir das mal da oben. Mehr haben wir ja nicht, ne? Nicht noch einen, ne? Nö. Hä? Guck mal, die Schippe steht hier schön, ne? Schaufel. Entschuldigung. Ah! Ah!
Ah, soll ich den verkaufen? Ich wette, der schreit hier. Guck mal, oh, wie süß. Ein kleiner... So Platin. Du, da. Du, da. Geil. Verkaufen. Wir schaffen das. Dann gehen wir uns jetzt den Magnet kaufen. Komm, mein kleiner Goldbarren. Alter, so ein Goldbarren, du hast erstmal genug Kohle. Gold. Na toll. So viel dazu, von wegen genug Kohle. Aber wir werden sehen. Wir gehen das jetzt mal verkaufen. Es wird ja wohl für den kleinsten Magneten reichen. Oh. Es wäre toll, wenn man den Magneten dann sagen könnte, aber das Gold dürfte ja eigentlich nicht anziehen, ne? Ups. Nur Metall, aber das wäre ja schon mal wenigstens etwas. Da. Ach, das wollte ich gerade. Sehr schön, 841. So, los geht's. Warte mal, ich laufe bestimmt wieder hier lang. Wieder in die falsche Richtung. Pass auf, jetzt sagt ihr mir, ich kann mich teleportieren oder so. Schade, die Münzen haben keine Münzen. Ab. Guck mal, das ist einfach ein Turm. Wie aus einem gegossen. Die H-Münzen, Hydronier-Münzen, Hydro-Coins, Hydro-Münzen. Das Spiel, das hat, die Echse heißt irgendwie Gold-Digging-Game oder sowas. Das Spiel hatte bestimmt einen ganz anderen Namen vorher. Gold-Digger oder so. Aber da gab es wahrscheinlich schon einen Namen auf gerade Handy-Games. Ugh. So, das hier war der Goliath-Bohrer. Bohrer weiter nach unten mehrere Rohstoffe in höherem. Rammt die obere Erdschicht. Arbeitet mit höherem Wasserdruck schneller. Wird durch gefiltertes Wasser beschädigt. Wird durch ungefiltertes Wasser beschädigt. Und das ist die Erntemaschine. Verarbeitet Erdklumpen. Das hier war der David. David Auto Voxel Inclusion Erdreich Duplikator. Da. Hätte ich vielleicht irgendwo anders noch Geld hier gelassen? So, das waren 950. Die Magnet am Stock zieht Rohstoffe an, wenn aktiviert. Großen Bereich. Okay. Zack. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir unbedingt haben wollen? Nee, ne? Trichter-Schmelzanlage. Wie gesagt, wir kommen wieder. Keine Sorge. Es kann beginnen. Hat er gerade mein Geld angezogen? Es hat begonnen. Okay, Leute, dann lauf jetzt zurück und dann sehen wir uns wieder. Nächste Folge. Bye. Warte, was ist das denn hier? Ach, das ist Statuenmacher, ne? Bye, Hydronier. Und bis dahin. Haut rein, Leute.